Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Video zu Silent Hill 2 Remake. Und zwar geht es in diesem Video um den Bosskampf gegen den Pyromathead. Und zwar ist das der erste Bosskampf, wenn man das erste Mal hier in dieser Region auf ihn trifft. Das ist kurz bevor ihr die Blue Creek Apartments verlässt. Direkt der erste Tipp von mir. Spart euch eure Munition, hört auf mit eurer Pistole die ganze Munition in ihn reinzuballern oder sei es auch jetzt hier mit dem Stock da irgendwie gegen ihn schlagen oder sowas. Alles Verschwendung, einfach im Kreis laufen, auf Abstand bleiben und etwas Zeit vergehen lassen, denn der Pyromathead wird definitiv verschwinden, sobald die Sirene erscheint. Ihr kennt natürlich die Sirene, ihr wisst genau, welche ich da meine. Wie gesagt, die wird definitiv nach einer Weile kommen. Ich denke mal, das Ganze dauert so roundabout 2 bis 3 Minuten maximal. Und dann verschwindet der definitiv wieder. Denn es wird euch definitiv nichts bringen, wenn ihr eure ganze Munition verschwendet. Je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt, ist die Munition natürlich sehr rar. Hier hat er mal jetzt zum guten Schluss noch eine ordentliche Schelle gegeben. Die Sirene ist ertönt. Ihr seht, er geht einfach weg. Ich bin immer nur im Kreis gelaufen. Und ja, da bin ich einfach ganz cool stehen geblieben. Das hatte ihm anscheinend nicht gepasst. Und dann gab es dann mal noch eine ordentliche Schelle mit seinem Riesenschwert da. Joa. Ansonsten war es das eigentlich hier schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.